Gerald, ich habe dich noch nie auf einer Demo gesehen. Jetzt ganz ehrlich, bist du heute das erste Mal da oder wie schaut das aus? Ich bin heute in einem Monat 45 und ich war in meinem ganzen Leben noch nie auf einer Demonstration. Aber die Regierung hat es tatsächlich geschafft, sie hat mich hierher gezwungen. Und zwar der Vorfall mit dem 9-jährigen Volksschüler in Volzberg, den man vor das Schulgebäude gesetzt hat und ihn im Freien bei minus 3 Grad einen Test schreiben hat lassen. Das hat bei mir etwas ausgelöst, was ich selten bei mir erlebt habe, eine unendliche Wut. Und bei Kindern hört sich der Spaß auf und deswegen bin ich heute hierher gekommen. Gerald, ist das der einzige Grund, warum du heute da bist? Du demonstrierst für einen, sage ich nicht nur kleinen Boom, sondern ein kleines Problem oder bist du auch gegen diese Impfpflicht? Wie schaut es genau aus? Was ist deine Meinung dazu? Jeden Dienstag sitze ich im Studio bei OE24 und versuche sachlich gegen die Impfpflicht zu argumentieren. Ich halte auch nichts von einer Impfpflicht für 60-Jährige, wie es jetzt Westenthaler gefordert hat. Das ist alles Schwachsinn. Ich bin gegen die generelle Impfpflicht und für die Freiheit jedes einzelnen Menschen, sich selbst entscheiden zu können. Ich bin geimpft. Ich stehe heute hier als Geimpfter da und kämpfe dafür, dass sich in diesem Land bald 9 Millionen Menschen frei und selbstständig entscheiden können und nicht gezwungen werden. Corona ist nicht Ebola. Das ist einmal Faktum. Und solange es nicht Ebola ist und nicht die Hälfte unserer Population dahinrafft, ist ein so schwerwiegender Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, aus meiner Sicht, verfassungsrechtlich nicht geboten. Und der zweite Punkt ist, Omikron hat auch alle Regierungsmaßnahmen auf den Kopf gestellt. Was gestern gültig war, ist morgen bereits Idiotie. Und das sollte die Regierung erkennen. Mit dieser Impfpflicht holt sie sich politisch eine blutige Nase. Wie soll man deiner Meinung nach jetzt vorgehen mit Omikron? Man weiß ja, Omikron ist hoch ansteckend, aber der Verlauf ist relativ mild. Ich kenne auch einige, die es jetzt hatten, die haben gesagt, es ist nicht mehr als eine Verkühlung bzw. eine stärkere Grippe teilweise. Wie sollte die Regierung jetzt vorgehen? Omikron seucht auch durch meinen engeren Kreis meiner Bekannten. Ich teste mich, weil ich ja ein Studio nicht ungetestet darf. Also ich habe es noch nicht gehabt, aber es seucht bei allen meinen Freunden. Wir sind alle geimpft. Seucht es durch. Das heißt, es macht vor Geimpften und vor Ungeimpften, es macht nicht halt. Und es ist die Chance, dass sich diese Wuhan-Hysterie, dieser böse schnaubende Drachen, dieser Coronavirus zu einem saisonal bedingten Grippevirus entwickeln kann und dass das das Ende der Pandemie ist. Aber gerade an diesem Zeitpunkt eine Impfpflicht einzuführen, halte ich für menschenverachtend und zynisch. Und daher bin ich heute hier. Gerald, wir bleiben während der Demo in Kontakt. Ich hoffe, ich finde dich bei zigtausend Leuten nochmal. Aber du hast ja ein Couple mit Make Austrian Free Again. Ich werde dich auf jeden Fall suchen. Du wirst mich auch erkennen, das Rotkäppchen nämlich. Ja? Danke vielmals. Ja, soweit hier aktuelle News vom Heldenplatz.